Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute zeige ich euch gefüllte Ente. Ihr könnt natürlich auch mit einer Gans machen, aber ich habe einfach Ente genommen, die Innereien einfach rausgenommen, die Ente gründlich innen und außen gewaschen. So, ich werde die Ente mit Toastbrot füllen. Ich habe hier 3 Scheiben Toastbrot, einen Apfel, eine halbe Quitte, so sieht die Quitte aus, paar getrocknete Pflaumen, eine Orange. Jetzt werde ich alles einfach klein schneiden und die Ente damit füllen. Ich habe einen Esslöffel rote Paprikapulver und Salz miteinander vermischt und gebe dann ein bisschen Öl hinein und werde die Ente erstmal damit schön bestreichen, innen und außen natürlich. Toastbrot habe ich einfach mit der Hand zerkleinert und wie gesagt, werde dann die Ente einfach damit füllen, mit den ganzen Sachen. Durch die Orangen, getrocknete Pflaumen und Quitten wird das schön saftig und richtig aromatisch. Also die Menge könnt ihr selber variieren, je nachdem wie groß oder wie klein die Ente ist. So, bei mir reicht das so. Ich habe jetzt genau 4 Scheiben Toastbrot genommen, einen Apfel, halbe Quitte, so 10-12 Stück getrocknete Pflaumen. So, entweder könnt ihr das abschneiden oder wer das gerne isst, kann es natürlich auch einfach lassen. Jetzt gebe ich das bei 150 Grad für ca. 2-3 Stunden in den Ofen, aber da kommt noch was. Ich habe die Ente jetzt auf das Gitter drauf gegeben. Unten habe ich dann so eine Auflaufform hineingegeben und da rein habe ich dann so circa 1 Liter Wasser noch gefüllt. Ich werde die Ente zwischendurch immer wieder mit dem Bratensaft bestreichen und hier habe ich dann 2 Esslöffel Honig und Saft einer halben Orange. Das werde ich einfach miteinander vermischen. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen Thymian hineingeben und das werde ich dann einfach ein bisschen erhitzen, damit der Honig weich wird. Wie gesagt, die Ente jetzt in der mittleren Schiene ca. 2,5-3 Stunden garen bei 150 Grad und alle halbe Stunde werde ich die Ente mit dem Saft und hier mit Orangen-Honig-Thymian bestreichen. Ich werde jetzt alle halbe Stunde die Ente mit dem Honig und Orangen einfach bestreichen. So, nach einer Stunde werde ich den einmal umdrehen, damit ich die andere Seite auch schön bestreichen kann. Nach 2,5 Stunden habe ich die Ente aus dem Ofen rausgenommen. Dazu gibt es bei mir einen Kartoffelauflauf und Reis und aus dem Fond habe ich dann eine Soße vorbereitet. Das ist dann der Reis. So sieht dann mein Ente aus. Wer möchte, kann natürlich noch da Soße dazu geben oder aber auch Rotkohl. Ich mag das lieber mit Kartoffelauflauf und dann habe ich natürlich auch getrocknete Pflaumen und ein bisschen von den Quitten noch daneben serviert, weil die sind richtig super lecker geworden. Ihr könnt natürlich auch von der Soße noch darüber geben. Ich habe von dem Fleischfond die Soße vorbereitet. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Video gefallen hat und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.